Hallo zusammen, ich mache mit euch heute eine mögliche Reihe aus dem System Making Connection. Verbindung mit einem knüpfen, mit sich selbst knüpfen, aber auch mit dem Raum um uns herum, die verschiedenen Richtungen. Wir werden in verschiedene Richtungen arbeiten. Wir arbeiten also ne, dieses zentral nach vorne. 90 Grad weiter, wir drehen uns einmal nach rechts, nach hinten, nach links und werden mit diesem Raum, mit diesem veränderten Fokus ein wenig arbeiten. Ich werde da nicht großartig viel zu erklären, weil es gibt für jede eigentlich dieser Techniken, die wir machen, ein Erklärvideo auf YouTube und von daher möchte ich es einfach nur durchmachen, ein bisschen. Wir werden am Schluss im Stehen einen Scan machen, einen Körperscan und ja, das ist eigentlich das, was ich mit euch heute machen möchte. Viel Spaß dabei! Ihr steht auf, beziehungsweise ich stehe auf und reibt die Hände aneinander. Teller, die Handinnenflächen ganz bewusst nimmt und dann über das Gesicht, über den Kopf in Kontakt, bis ihr das Gesicht in Kontakt zu den Händen ganz bewusst ist. Geh mal über die Augen mit den Handballen, drück sanft auf die Augen, geh nach außen, geh auch nach unten, zieh die Augen wieder nach oben, außen und aber auch mal nach innen. Ja, also damit spielen und dann gehen wir an die Nase, rechts und links und den Nasenflügel reiben mit den Daumengelenken. Atmen mal tief ein, tief aus und dann unterhalb der Jochbeine mit den Daumengelenken darunter her. Ruhig auch ein bisschen tiefer hinein, es kann sein, dass es ein bisschen schmerzt, dann über die Ohren. So, dass ihr euch der Ohren wirklich bewusst werdet, dann lauft mal Ohren so ab und zieht da dran. Okay, den Kontakt von den Daumen hinten an den Nackensträngen, da wo die übergehen, zum Hinterkopf, ruhig da hineindrücken, ein bisschen fester reindrücken und dann reibt den Nacken, den Trapezius. Mit den Händen, ruhig auch hinten tief hineingehen. So, dann greifst du mit der rechten den linken und der linken den rechten Trapezius und drück mit den Fingerspitzen hinein, richtig hineindrücken, zieh die Ellenbogen nach unten und dann bewegt den Kopf, das was geht. Spielt mit dem Kopf, hinten, vorne, vielleicht im Kreis, vielleicht nur hin und her. Wie gesagt, das was geht, zieh die Ellenbogen, atmen, zieh den unteren Arm raus, bring den unteren nach vorne und zieh wieder und beweg wieder den Kopf, den Nacken, spielen. So wie es heute geht, es kann jeden Tag unterschiedlich sein. Es geht nur darum, mit dem, was ist, zu spielen. Okay. Einen Arm aus dem Hoch innen runter, sodass du ganz in Kontakt bist zum Arm, dass der Arm spürt, dass deine Hand drüber geht. Das gleiche auch auf der anderen Seite.
ein, tief ausatmen. Dann stell dich auf einen Fuß und reib die andere Fußsohle, sodass die Fußsohle spürt, dass deine Hand drüber reibt. Und dann klopf mal auf diese Fußsohle. Und dann dreh den Fuß. Du greifst mit der anderen Hand das Fußgelenk. Greif mal feste, drück die Achillessehne nach innen. Das macht das Fußgelenk freier. Wenn es dir hilft, schau erstmal irgendeinen Punkt auf dem Boden, damit du das Gleichgewicht halten kannst. Nachher kannst du dich so ein wenig umschauen, sodass das Meer von innen her das Gleichgewicht bekommt. Und dann kicken wir nach hinten und nach vorne. Ich drehe mich für die bessere Sicht. Und bring die Zehen, die Hände auf die Taille bzw. auf das Becken und dann dreh den Fuß. Du willst an deine Zehen wie weit du da hineingehst, musst du ausprobieren. Am Anfang werden die Zehen nicht so begeistert sein, aber mit der Zeit löst sich das und dann das gleiche andersrum. Wenn du nach innen, vorne, nach innen drehst, kommst du mehr an den großen Zeh. Vorne nach außen sind eher die anderen Zehen involviert. Okay, knick beide Beine ein, streck den Fuß, streck in beide Beine, beweg, kipp das Becken mal aus dem Hohlkreuz heraus, sodass du merkst, du kriegst hier Zug und am Spannzug tief atmen. Okay, die andere Seite, Fußsohle. Dass du in Kontakt kommst, die Fußsohle spürt und greifen, drehen. Wieder diesen, vielleicht einen Punkt, vielleicht aber auch nicht, vielleicht findest du diesen Punkt auch in dir, in der Mitte. Und die Zehen. Wie schnell du drehst, bleibt dir überlassen. Du kannst auch ganz langsam drehen. Wenn du langsam drehst, kannst du vielleicht ein bisschen tiefer in die Dehnung gehen. Der Zehen. Und wieder das Strecken und mit dem Becken kippen und dann mal halten und tief atmen. Die Füße ganz zusammen, sodass sie wirklich sich berühren. Hände an die Knie, nicht auf und kleine Kreise. Nur, dass die Hände die Knie berühren. Du spürst mit den Händen, dass da Knie sich drunter bewegen. Du drückst nicht drauf, sondern nur in Kontakt gehen. Unterscheide zwischen Kontakt und Druck. Und dann lehn dich auf und andersrum. Und auch wieder klein. Es geht nicht um große Kreise, es geht um kleine Kreise. Aber mit Druck diesmal in den Händen. Und auseinander, vorne, aber wieder nur in Berührung, diesen Kontakt spüren, spür mal vielleicht mit den Knien, dass da die Hände, die wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen wärmer sind, aufliegen, aber keinen Druck machen und die Bewegung kann größer werden.
nicht vergessen. Andersrum, Druck und die Bewegung größer werden lassen. Und ich drücke, sodass ich quasi mit den Armen den Druck aufbaue. Die Füße einigermaßen zusammenhaltend. Und mal halten und atmen. Tief atmen. Druck mach mit den Händen. Genießen, wie es vielleicht anfängt zu brennen in den Oberschenkeln. Und gestreckt. Vorderfüße, Fersen nach außen und um die Kniescheibe herum bleiben. Wenn du das hinkriegst, kipp die Füße nach innen und nach außen gleichzeitig. Ansonsten beschäftige dich mal nur mit den Füßen oder nur mit den Knien. Schön die Fußgelenke und die Knie. Und Kniekehle. Und dann kneifen wir einen Fuß zur Faust und strecken die Zehen ganz weit, den anderen Fuß. Faust, Zehen ganz weit. Wechsel so hin und her oder reib nur die Kniekehle. Das, was deine Koordination zulässt. Irgendwann wird es langweilig mit den Kniekehlen, dann ist das mit den Zehen viel, viel leichter. Okay. Dann die Beine hinten runter, vorne innen hoch. Hinten runter, vorne innen hoch. Ruhig ein bisschen schneller. Kannst aber auch, wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne langsam, dann mach das langsam. Der Kontakt. Und dann auf dem Rücken mal reiben, da wo du dran kommst. Atmen. Und dann reib mit den Fingern das Kreuzbein. Zieh die Hose hoch. Okay, bring die Finger ineinander, richtig ineinander, fest ineinander. Und streck mal die Arme und dann beweg dich. Lass die Beine ruhig angeknickt. Beweg dich mal hin und her. Den Kopf, die Schultern, den Oberkörper, die Beine. Schön strecken. Aus der Spannung rausgehen, die Handgelenke zusammenbringen und dann die Arme strecken. Den Rücken strecken. Die Beine versuchen zu strecken. Atmen. Die Hände lösen. Die Beine eingeknickt und die Handflächen unter die Füße. Geh mal in Kontakt zu den Fußsohlen und drück die Handgelenke gegen den Boden. Streck die Arme. Die Beine ruhig eingeknickt, so dass es funktioniert. Wenn du es kannst und du kannst Druck aufbauen, kannst du die Beine auch strecken. Das ist aber gar nicht so wichtig. Wir wollen an die Handgelenke, an die Arme, an die Schultern. Padmasana. Und dann greif dir mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger den großen Zeh und dann greif mit dem Zeh die Finger. Knick die Handgelenke ein, die Ellenbogen, die Schultern, die Beine eingeknickt, den Rücken strecken, schau Richtung Bauch und jetzt zieh mal mit dem Rücken hoch, beziehungsweise mit dem Bauch, aber die Arme bleiben wie sie sind. Hochziehen, locker lassen. Die Beine bleiben wie sie sind, sodass du Zug bekommst am Rücken, an den Armen, an den Zehen. Die Hände auf den Boden, geh nach hinten, in den Doggy,
und halte dir mal ein wenig hin und her. Du willst an die Seiten, du willst an die hinteren Beine, du willst an die Schultern. So dass du dich streckst. Okay, so. Erste Kraftübung. Knie Richtung Boden, aber nicht auf den Boden. Und drück mit den Händen in den Boden. Drück mit den Fersen nach hinten. Kippt das Becken in und aus, aus dem Hohlkreuz heraus. Und atmen. Die Hände drücken. Die Fersen nach hinten. Das Becken. Knie kurz vor dem Boden, schieb dich mal ein bisschen vor und zurück für die Handgelenke. Schön in den Boden drückend, lächeln, auch wenn das jetzt alles schon ein bisschen zittrig vielleicht ist. Dann die Fersen wieder Richtung Boden, strecken. Und wir gehen nochmal hinein. So, entweder du hältst das, machst das gleiche wie eben, oder du gehst auf die rechte Hand und auf den linken Fuß. Versuch mal eine Verbindung hier zu kriegen und kannst dann die andere Seite heben. In Kontakt die andere Seite, linke Hand, rechte Fuß, heben, ne, diesen Kontakt. Bein und wechseln, 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 wechseln. Du kannst auch bleiben, ne, wie gesagt, den Nacken mal, aber wenn möglich, mach ruhig diesen Wechsel. Okay. Nochmal in den Hund und zwischen die Hände. Beine eingeknickt. Beine richtig eingeknickt. Du legst dich auf die Oberschenkel. Lass den Atem sich erstmal regulieren. Die Hände neben die Füße. Eine Linie. Mit den Zehen. Die Hände drücken in den Boden. Und gleichzeitig schiebst du sie nach vorne, sodass du dich an die Beine drückst. Der Kopf geht Richtung Knie. Tief an. Die Arme mal mit, die Füße strecken, die strecken, strecken. Okay, die Knie, das Becken, den Bauch. Den Brustkorb, den Kopf und die Schultern. Roll dich auf, roll dich hoch. Ich zeige das von der Seite nochmal. Knie, Scham, Bauch, Brustkorb, Brustkorb heben. Nacken, Kopf, Schultern. Das Ganze verbinden.
dann rollst du hoch und nimmst die Arme zur Seite, dreh die kleinen Finger nach oben, die Ellenbogen, das Brustbein, den Nacken nach hinten, den Kopf und mit dem Einatmen in die Füße drücken, mit dem Ausatmen versuch das Brustbein zu heben. Einatmen Füße, Ausatmen Brustbein. Die Füße hoch und drück mit den Handflächen mal gegen die Decke. Fäuste. Deine linke Hand geht nach rechts über den Kopf. Du schaust das Hand, den Handteller an. Lass die Hand verschwinden, mach eine Faust. Die rechte. Hinten ist es immer eine Faust. Vorne ist die Hand offen und geht über den Kopf und du schaust auf die Hand, bis sie verschwindet und die andere Hand kommen kann. So dass du hin und her gehst mit so einer Verdrehung auch im Rücken, einer Vorwärtsbeuge, einer Rückwärtsbeuge, bring, rückwärts. Vorwärts verbringt, rückwärts verbringt, hin und her. Das Ganze kann man auch sanft machen, ohne großartige Rück- oder Vorwärtsbeuge. Alles, was so sanft bzw. in den kleinen Armen ohne großartige Anstrengung ist, sehr heilend. Anderes fordernd. Geht es an die Substanz. Es ist beides okay. Nur beides zur richtigen Zeit. Die Hände auf das Becken, Daumen nach hinten, Handflächen, mal tief atmen. Der Zeige und der Mittelfinger sind am Bauch und kontrolliere mit den Fingern mal so ein wenig diese Bauchbewegung. Und du versuchst tendenziell eher in den Rücken zu atmen. Flanken, nicht nach oben und auch nicht in den Bauch, sondern versuchst das still zu lassen und in die Seiten. Okay, den linken Fuß nach innen, den rechten Fuß über den linken. Schau, dass der Abstand zwischen den Füßen einigermaßen okay ist, sodass dein linkes Knie unter dein rechtes passt. Du gehst da hinein, dann kommst du hoch und drehst dich so lang, bis dein rechtes Knie unter das linke passt. Wie tief du gehst, so, links unter rechts. Wenn diese Bewegung okay ist, aber erst dann, wenn sie okay ist, dann gehst du zum nächsten Schritt über, greifst mit dem Ellbogen, mit dem Arm um das Bein, um das obere Bein herum, drehst den Kopf, dann versuch die Schulter hinten aufzudrehen, dann Knack. Ansonsten dreh hin und her, zurück, gleiche auf der anderen Seite, Schulter, Kopf, sich aufdrehend,
Der Kopf dreht, der Arm. Drehen, 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 drehen. Nochmal auf die andere Seite. Kopf, Arm und zur Seite. Ja, die Richtung gewechselt. Du kannst hier jetzt, theoretisch könntest du da aufhören, kannst aber auch weitermachen. Wir arbeiten in vier verschiedenen Himmelsrichtungen dabei. Jetzt kommen die Stehhaltung. Breit stehen. Lass uns als erstes ein bisschen tiefer atmen. Wir nutzen Armbewegungen, die eher aus dem Qigong bekannt sind. Wie breit du stehst, das musst du selber ausprobieren. Schau, dass die Knie über den Fußgelenken sind und kipp mal so, schau mal, ob dein Becken beweglich bleibt, also dass du es nach vorne und nach hinten kippen kannst. Und dann heb die Handgelenke, zieh sie ran und geh nach unten. Und wie du den Atem damit verbindest, das kannst du selber ausprobieren, ob du hier ein und hier aus. Es kann aber auch sein, dass du genau im Verkehr rum oder andersrum atmest. Also aus, ein oder ein, aus. Das Ganze durch die Nase. Wie tief du stehst, umso tiefer, umso mehr Substanz gebrauchend, Beine gestreckt, mehr Harmonie bekommt, ausgleichend, wenn du verspannt bist, viele Dhanas. Das aufzulösen. Es gibt da kein richtig oder falsch, wenn es kein generelles, sondern nur, dass du zu viel machst, obwohl du schon so viel zu viel gemacht hast, oder zu wenig machst, um irgendwas aufzulösen, weil du dich anstrengen möchtest oder was. Wichtig ist, dass der Stand so ist, dass du die ganze Zeit ein sanftes Auf und Runter machen kannst. Man steht am Anfang, 2 Minuten, kann das dann verlängern, 10 Minuten. Kann das verlängern, 20 Minuten verlängern, eine halbe Stunde. Dann weiß man, dass man was getan hat. Und ihr könnt einfach ein Video stoppen, aber weitermachen, so lange wie euch das was bringt. Okay, so. Gucken wir uns die Beine an, Krieger. Ich gebe sie nach hinten. Du hebst deine linke Ferse, dein linkes Knie nach innen. Lass deine Front weiterhin und streck in den Fuß, sodass du diese Innenrotation hast. Und zurück, das Ganze im anderen Bein. Ferse, Knie strecken. Auf den Fußballen drehen, zurück. Ferse, Knie, strecken. Auf den Fußballen zurück. Knie, strecken. Auf den Fußballen zurück. In, dreh vom Becken. Ferse, Knie, die Hüfte. Und strecken.
Ferse. Strecken, Hüfte. In die Ferse strecken, zurück. Ferse. Knie an der Seite. Strecken, Hüfte schiebt nach vorne, nimmt den Fuß hinten mit. Und zurück. Ferse. Strecken in die Ferse. Hüfte zieht die Ferse. Ferse zieht die Hüfte. Zurück. Okay. Nächste. Eine halbe Rückwärtsbeuge. Ferse. Knie. Hebt das Brustbein. Die rechte Hand geht zur rechten Ferse. Die linke Hand nach oben. Und zurück. Ferse, Knie. Linke Hand, rechte und zurück. Arme mal ausgestreckt zur Ferse und zurück. Zurück. Okay. Dann die Hände, die Fäuste. Deine linke Hand zur rechten Schulter, Ferse nach hinten und die linke Hand ranziehen. Die rechte Hand mit der Hüfte nach vorne und zurück in die Ausgangsstellung. Gleich andersrum, rechts, erste, zweite, Ausgangsstellung. Erste, zweite, Ausgangsstellung. Okay, gut. Schüttelt mal die Beine ein bisschen aus. Dann gehen wir locker hin und her. Locker die Arme hin und her. Schaut mal, der Hand oben hinterher. Streckt den entgegengesetzten Fuß. Hin und her strecken. Atmen. Dann lass den Kopf vorne. Die Bewegung bleibt die gleiche. Der Kopf schaut quasi fast in die entgegengesetzte Richtung. Und dann gehen wir in eine kontralaterale Rückwärtsbeuge. Linke Hand, rechter Fuß. Du streckst, schaust in die Hand. Und schön strecken. Das Brustbein heben. Zwischen dem linken Fuß und der rechten Hand wahrzunehmen. Und hin und her. Diese Spannung aus dem Rücken rausnehmen. Hin und her, hin und her. Und dann mal Arme hier wieder breit. Versucht mal den Schwung aus dem Becken zu nehmen. Zu nehmen. Und die Arme ganz locker lassen, wirklich, ne, die sollen ganz locker hin und her auf den Körper schlagen. Die Spannung rausnehmen, die sich vielleicht im unteren Rücken gerade aufgebaut hat, durch diese Rückwärtsbeuge, je nachdem, wie weit du dein Brustbein heben kannst, diese Spannung halten kannst. Was nicht ganz einfach ist, die meisten trainieren ihre Bauchmuskeln und ihre Rückenmuskeln, aber nicht die inneren. Diese Aufrichter machen sich dann sehr bemerkbar. Okay, so. Und dann drehen wir uns. Ich zeige euch jetzt den Rücken, meinen. Und ich schaue jetzt in diese Richtung. In dem Spiegel seht ihr mich ja trotzdem. Ihr
Knick die Beine ein, leg die Hände wieder auf das Becken und wir bewegen jetzt mal nur das Becken vor und zurück. Schön vor und zurück. Und ihr habt eine Richtung, die eher aktiv ist und die andere, die ein bisschen passiver ist, also entweder nach vorne oder nach hinten. Das Aktive einfach mal wahrnehmen. Das ist meine aktive, das ist meine passive Seite. Und ihr bleibt da, wo ihr aktiv seid. Bei mir ist das jetzt nach hinten gehend, beziehungsweise die Beckenkammer nach vorne. Es kann aber auch genau andersrum sein. Die Beine sind eingeknickt, sodass das Becken schön beweglich bleibt. Atmen. Und jetzt dreh dein Becken im Kreis. Schön im Kreis drehen. So, wenn du dieses Drehen im Kreis hinbekommst, dann zieh eine Schulter hinten hoch und geh damit nach vorne. Wenn das klappt, dann versuch die andere Schulter vorne hochzuziehen und nach hinten. Die Beckenbewegung bleibt. Und wenn das klappt, versuch die erste dazu zu nehmen. So geht die erste hinten hoch und die zweite vorne hoch und nach hinten. Und die hinten geht nach vorne und das Becken kreist. So bist du quasi in der Wirbelsäule relativ ruhig, aber dein Becken und dein Schulterbereich kreisen. Das heißt, die Peripherie kreist um diese Stille der Wirbelsäule. So, was so umgeht, geht natürlich auch andersrum. Das Becken andersrum. Die eine Schulter vielleicht dazu. Wenn das nicht klappt, macht euch keinen Kopf. Irgendwann, wenn das Becken kreisen geht, ist der Geist so frei, dass man eine Schulter dazu nehmen kann. Und dann ist der Geist auch frei, dass man sich mit der zweiten Schulter beschäftigen kann. Und dann ist der Geist auch irgendwann frei, um sich mit beiden Schultern zu beschäftigen. Der Kopf bleibt ruhig. Die Wirbelsäule bleibt relativ ruhig, nur das Becken dreht und der Schultergürtel. Und dann können wir mal die Arme auch entgegengesetzt dazu nehmen. Wir können es auch mal andersrum versuchen. Und wer ein bisschen fortgeschritten ist, nimmt auch das Becken wieder dazu. Sowohl in der alten Richtung wie auch in der anderen Richtung. Okay, jetzt legt die Hände mal auf die Übergänge, da wo ihr den Knochen spüren könnt. Diese Wölbung vom Oberschenkelknochen, vom Femur, den Rollhügel. Und jetzt mal eine 8 auf den Boden. Wenn ihr irgendwas davon nicht hinbekommt, macht das, was vorher war. Ihr schafft euch damit den Raum mehr und mehr, dass das nächste auch klappt. Das Ganze baut sich auf, aneinander, mal die 8. Spürt man mit den Handtellern, dass sich da ein Knochen drunter bewegt. Seid ganz in Kontakt zu eurem Becken. Sehr heilsam, wenn es für Leute, die viel am Boden, also die trainieren, am Boden sitzen zu können und sonst immer auf dem Stuhl saßen. Das ist diese Verbindung zwischen Oberschenkel und Becken, wo viele Leute auch Arthrose und sowas haben, dass das sich heilen darf, also wenn es wieder genährt wird. Wird das in die eine wie auch in die andere Richtung machen? Kleine Bewegung, kleiner, kleiner, kleiner. So, das ist ganz klein, ist aber immer noch eine 8. Im Kopf ist die 8 immer noch vorhanden. Okay, das ist die Endung. So, jetzt ein paar ganz konventionelle Kniebeugen, aber so gerade wie möglich im Körper bleiben.
Knickst die Beine ein, lässt die Füße ganz auf den Boden. Wie breit deine Knie, deine Füße sind, musst du ausprobieren. So, man sagt halt, dass es dein Becken dazwischen passt. Du hebst die Arme und gehst so weit runter, wie es dir, wie du es schaffst, ohne die Fersen zu heben und kommst zurück. Du gehst runter, du hebst die Arme, du gehst hoch und senkst die Arme. Oder du lässt das Ganze erstmal ohne Arme und gehst nur hoch und runter und versuchst im Oberkörper so gerade wie möglich zu bleiben. Das Ganze kann auch erstmal so aussehen. Nur nicht, um tief zu kommen, geh nicht so nach vorne. Also versuch dem nicht auszuweichen, sondern fordere das im Becken ein, schön gerade zu bleiben. Dann bringen wir die Arme übereinander. Die Arme übereinander, die Ellenbogen. Versuch mal diese Dehnung in der Schulter. Okay, du ziehst die Ellenbogen ran. Einatmen, heb die Ellenbogen, ausatmen, knick die Beine ein. So weit runter, wie es dir möglich ist. Und die Ellenbogen ranziehen. Tief ein, tief aus. Mit dem Einatmen die Ellenbogen ran und hochkommen. Ausatmen, lösen. Tief ein. Arme aus. Den anderen Arm nach oben. Wieder die Arme verknoten. Ellenbogen. Sollte das nicht klappen, kannst du dich erstmal damit beschäftigen. Die Schultern. Es geht mir darum, an die Schulter zu kommen, an den Rücken hier, an die Schulterblätter, an den Latissimus. Ellenbogen aus. Ein. Einsinken. Ellenbogen dran. Atmen. Hände Arme lösen, Hände ganz weit, Handflächen, die Knie gehen nach innen und du versuchst mit den Oberarmen gegen die Rauigkeit der Knie zu gehen. Und dann versuch mal nach vorne zu gehen. Hände drücken, schön die Finger weit, Rücken. Wenn dir das leicht fällt, kannst du versuchen, mal drauf zu bleiben, einen Fuß zu heben, den anderen Fuß zu heben, beide Füße zu heben, die Hände drücken, ja, rein, raus, Druck, Oberarme, Knie, das Heben. Atmen. Nach hinten, springt oder geht, wie auch immer, in den Doggy. Und streck dich nochmal. Halten. Dann schieb dich nach vorne. Das Becken tief. So, lass das Becken tief in die Fersen strecken, sodass der Bauch gedehnt wird, die Schultern weg von den Ohren, den Hinterkopf heben, atmen, in die Fersen, Schultern, Arme, Kopf. Okay, dann gehen wir ein bisschen hin und her. Heben in den Hund. In eurem Tempo schön Länge machen die Fersen. Länge.
Handgelenke. Okay, Doggy, du gehst zwischen die Hände. Entweder du bleibst in dieser Haltung, also in dieser Vorwärtsbeuge, und machst die Bewegung von den Füßen, oder du kommst zum Stehen und machst die Bewegung. Wir machen, du drehst dich nach links und meine linke Ferse geht an meinen rechten großen Zeh. Ich wandere. Das Ganze kann im Stehen auch so sein. So, du bringst den Fuß, den linken, so weit, wie es dir möglich ist, ohne dass die Knie sich verdrehen. Und du arbeitest an der Streckung, aber versuch mal an der Hüfte zu arbeiten. Ob du das jetzt im Stehen machst oder in der Vorwärtsbeuge, das ist einfach, wie weit du mit deinem Körper schon mal gearbeitet hast oder wie weit du einfach von vornherein schon flexibel bist. Das Ganze kann so aussehen, so. Hauptsache du forderst ein wenig ein, lass die Knie ein bisschen eingeknickt, es ist sehr viel schonender für die Knie, als die Beine zu strecken. Deine linke Ferse hebt sich und du drehst sie nach hinten. Jetzt ist meine rechte Ferse an meinem linken Zeh und ich drehe wieder auf. Beine eingeknickt oder im Stehen und ich arbeite an meinen Hüften. Der vordere Fuß bleibt, wenn er so steht, bleibt er auf und der hintere Fuß stellt sich in den gleichen Winkel wie der vordere. Das heißt, wenn der vordere so, dann ist es so, wenn er so, dann ist es so, wenn er so ist, dann wäre es so, aber achtet lieber auf eure Knie. Zwischen den Fersen ist eine Handfläche oder ein Fußbreite Platz. Du knickst die Beine ein, halte mit den Armen die Knie nach außen und knick die Beine nur so weit ein, dass die Fersen sich vielleicht ein wenig vom Boden lösen, aber nur ein wenig, sodass du hoch und runter gehen kannst. Und du halt die Knie nach außen. Schön die Knie nach außen halten. So, dass die Adduktoren gefordert sind. Und dann knick die Beine, also streck die Beine ein bisschen, aber nicht ganz so eingeknickt. Und greif mal dann drumherum. Greif dir mit der einen Hand das andere Handgelenk. Und der Kopf geht zwischen die Beine oder an oder irgendwas. Vielleicht auch nur so. Hauptsache, dass es ein wenig gefordert ist. Atmen. Kannst mal die Hände wechseln. Die Fersen. Jetzt stehen die Füße so breit auseinander, dass euer Gesäß dazwischen passt. Knickst die Beine ein, Fingerspitzen, streckst den Rücken. Dieses sanfte Wippen. So, wir wollen hier diese Verbindung, den Oberschenkel, den Oberkörper, dass das hier aufgeht im Becken, die Arme, vielleicht ein sanftes Wippen, vielleicht auch ein Halten, immer so lang, wie es geht, vielleicht ein Hauch länger, wenn es dann brennen sollte. Zieh mal die Ellenbogen ran, breite die Arme nach zur Seite hin aus. Greif ein Handgelenk und streck in den Arm.
sodass die Schultern jetzt sich öffnen müssen. Und das gleiche nochmal. Entweder hast du gleich eine kleine Pause gemacht. Arm nach vorne. Ranziehen, Fäuste zur Seite. Anderes Handgelenk strecken. Schauen, atmen. Locker nach vorne. Finger ineinander. Handfläche nach vorne. Und versuch dich mal aufzurichten. Leichtes Wippen. Atmen. Locker lassen. Drücken. Vorwärtsbeuge. Lasst euch locker hängen, so dass ich das hier auflösen kann. Spannung. Dann, du drehst dich nach rechts, nimmst den linken Fuß nach innen, greifst um das linke Knie herum und drehst mit der Hand ins linke Bein nach innen. Dreh dich dann zurück nach links. Sanft reinfordernd. Zurück den Fuß. Nach links den rechten Fuß. Rechte Hand. Sich nach rechts drehen, sodass du merkst, dass du einforderst, diese Eindrehung. Oberschenkel. Manche haben mit der Eindrehung keine Probleme, die anderen mit der Ausdrehung. Und die Grundtendenz ist halt gegeben. So, jetzt machst du entweder das Ganze einzeln nochmal oder du gehst mit beide und hast beide nach innen gedreht. Beide Hände, die Knie nach innen. Und das Becken bewegen. Ne, du bist jetzt entweder nur mit dem linken oder mit dem rechten beschäftigt. Oder du bist jetzt mit beiden beschäftigt. Und bewegst das Becken. Dann wechsel, wenn du mit dem einen Bein beschäftigt bist. Und wir wechseln in N. Wenn du mit dem einen beschäftigt bist, geh jetzt da raus und bring die Füße auch eng. So. Dann geh mit der Handfläche, mit den Fingerspitzen an die Leiste und die Ellenbogen nach innen. Dann greifst du den Ellenbogen und ziehst den sanft nach innen. Drückst dann mit dem Ellenbogen nach außen, hältst aber mit der Hand dagegen. Atmen. So, dass du hier merkst, wenn das weit genug geht, kannst du die Hand wegnehmen und du kannst es mit den Beinen machen, indem du den Ellbogen dazwischen bringst und dich versuchst aufzudrehen. Okay, dann das gleiche auf der anderen Seite. Und dann wieder wechseln auf die erste oder beide. Und mit dem Knie, so dass beide Seiten gleichzeitig, ist es ein wenig mehr fordernd. Tief atmen, wenn du in beiden bist. Ansonsten spiel ein wenig. Dann wechsel nochmal zur zweiten Seite hin, wenn du die Einzelseiten machst. Tief atmen. Dann hören wir beide. Die einzeln arbeiten und die zusammen auf, löst mal und dann knickt ihr die Beine so weit ein, wie ihr die Fersen auf den Boden lassen könnt. Setzt ihr euch, wie tief das auch immer sein mag, und schiebt die Knie so ein bisschen nach vorne, hebt dich. So, wir werden jetzt ein wenig an den Schultern arbeiten, an den Hüften, an den Oberschenkeln und am Rücken. Ja, hier an den Oberschenkeln durch dieses Kippen des Beckens, an den Schultern, indem wir die Hände drehen und
dieses Händedrehen zieht die Schulter hinten runter und dann kippe ich die Schulter und drehe die Hand weiter, sodass die Schulter ganz nach vorne kommt. Jetzt ziehe ich die Schulter und das dreht die Hand dreht weiter und das zieht die Schulter. So, das mache ich jetzt mit beiden. Gleichzeitig werden wir kippen im Becken und ihr könnt immer wieder so ein bisschen tiefer gehen. Ihr könnt also ruhig sanft auf den Vorderfuß, sodass ihr merkt, dass die Ferse sich so ein bisschen löst. Ja, also das, dann die Hand, Schulter, nach vorne, die Schultern ziehen, die Hände drehen bis nach hinten, kippen das Becken aus dem Hohlkreuz, Schulter nach vorne, kippen, Becken, Schulter, Arme. Becken, Hände, Schulter, Becken, Schulter, Arme. Nochmal, Becken, Schulter, wir sind im Hohlkreuz und jetzt gehe ich nach oben mit den Armen. Die Hände zeigen voneinander weg, die Hände zeigen zueinander. Ich schiebe den Nacken nach hinten, kippe den Kopf und jetzt lasse ich mein Becken los und setze mich da hinein. Es kann sein, dass es jetzt schon ein bisschen brennt in den Oberschenkeln. Atmet mal ein bisschen tiefer ein und aus. Zieht die Schultern sanft runter. Schaut zwischen den Händen durch zum Himmel, zur Decke, was auch immer. Und die Finger sanft auseinander, aneinander, die Ellenbogen auf Ellenbogen auf Handgelenkshöhe. Zieh die Kniescheiben mal hoch. Kippt das Becken wieder aus dem Hohlkreuz. Spannt den Bauch mal an. Das Gesäß anspannen. Dann drückst du die Hände aneinander und spannst den Brustkorb an und den Latissimus, also den Rücken. Okay, nochmal die Oberschenkel, die Kniescheiben hochziehen. Das Gesäß anspannen, den Bauch einziehen, das Becken kippt, den Rücken anspannen, die Arme, die Hände drücken aneinander. Ein drittes Mal, Kniescheiben, Gesäß, Bauch, Rücken, Handflächen. Und locker lassen. Geht mit den Füßen auseinander, so dass ihr breit, die Füße 45 Grad. Wir beschäftigen uns jetzt mit der Kontralateralen, das heißt mit dem linken Hand und dem rechten Fuß und mit der rechten Hand und dem linken Fuß. Und wir beschäftigen uns mit Ausdehnen in die Weite und mit Zusammenziehen auf einer Seite. Für das Zusammenziehen macht mal die Finger zu Fäusten, die Hände zu Fäusten, die Hände einknicken, die Ellenbogen einknicken, die Ellenbogen nach vorne zusammen, die Ellenbogen ranziehen und knickt das rechte Bein ein und versucht es einfach mal einzuknicken, euch rund zu machen und dann streckt ihr euch vom rechten Fuß in die linke Hand. Versucht mal diese Verbindung zwischen rechtem Fuß und linker Hand. Ausdehnen und dann wieder die Finger, Hände, Ellenbogen zusammen, die Arme ran, diesmal auf der linken Seite das linke Bein einknicken, sich rund machen und zusammenziehen und vom linken Fuß in die rechte Hand. Fäuste, wieder dieses Zusammenziehen, sich ganz zusammenziehen, diesmal auf der rechten Seite. Ihr zieht euch so weit nach unten zusammen, dass ihr in dem Fall beim Hochkommen das linke Bein gestreckt halten könnt. Es geht nicht um die Tiefe, es geht darum wahrzunehmen, wie weit kann ich sauber arbeiten. Linke Zusammenziehung, Fäuste, Ellenbogen, Arme
und sich zusammenziehen. Und ausdehnen in die rechte Hand vom linken Fuß. Finger, Hände, Unterarme, Ellenbogen. Ellenbogen ran an den Körper, sich rund machen, sich zusammenziehen, ganz klein werden in der Mitte, um sich wieder auszudehnen. So, nochmal zusammenziehen. Wie gesagt, es geht nicht darum, wie tief du kommst, sondern wie du sauber arbeiten kannst. Es kann also auch so sein, dass du dich nur so weit zusammenziehst, um dich dann besser ausdehnen zu können. Mach ruhig weiter. Für die, die einfach damit auch noch Probleme haben, erkläre ich so ein bisschen was. Zusammenziehen und sich ausdehnen. Ja, immer rechter Fuß, linke Hand, linke Fuß, rechte Hand. Wenn ihr euch zusammenzieht, zieht euch so weit zusammen, wie ihr könnt. Und jetzt versucht ihr von dem eingeknickten Bein die Ferse zu heben, das Bein zu strecken, in den Arm zu strecken, in den anderen Arm. Ihr seid also immer so ein bisschen schräg. Nochmal das erste. Ausdehnen. Zweite. Ausdehnen. Zieht einmal die Zehen nach innen, die Fersen. Und ihr steht jetzt so, dass ihr die Knie über den Fußgelenken habt. Wir werden jetzt einen Turn machen. Die Arme sind auf Schulterhöhe, die Oberarme. In den Ellenbogen 90 Grad, die Hände auch 90 Grad. So dass ihr, wenn ihr steht, ne, die Fußgelenke sind unter den Knien, das habt. Und wir rotieren jetzt im Kreis. Ihr versucht, so gerade wie möglich zu bleiben im Oberkörper. Es kann also erstmal das zu machen. Ein Kreis, Becken und probiert aus, inwieweit ihr immer noch einigermaßen gerade sein könnt im Rücken. Es geht also nicht so sehr um das Tief. Das kommt von ganz alleine. Sondern es geht um dieses saubere Arbeiten im Kreis zu drehen. Zu drehen, zu drehen. Lasst uns ein bisschen schneller drehen. Sich drehen. Und nochmal langsam in der Mitte bleibend weiter drehen und zurück in die Mitte. Vielleicht streckt ihr einmal kurz die Beine, die Arme locker und dann andersrum. Arme, Unterarme, Handgelenke, ne, Handrücken ranziehen, Knie, Oberschenkel. Und andersrum, rechts runter, runter und links hoch. Versucht das Becken einigermaßen auf Höhe zu halten und euch zu drehen. Tief, einmal kurz ruhen. Ihr könnt auch in dieser Position bleiben, wenn es euch, ne, das ist die Steigerung. Wir gehen jetzt noch einmal rein und ich gehe noch mal links rum und rechts hoch
und dann rüber in den Hund. Wir haben die Seite wieder gewechselt, wieder in die Front. Nochmal den Hund. Atmen. Und von dort aus gehen wir jetzt nach vorne zwischen die Füße. Neutrale Haltung. Knickt die Knie ein, kommt hoch. Erster Stand. Jetzt werden wir ein wenig klopfen. Wir beginnen in den Leisten. Wir klopfen entweder mit dem Ringfinger und dem Mittelfinger, mit den beiden, oder nur mit dem Mittelfinger. Je nach Größe des Punktes. Was wir damit machen ist, wir versuchen die verschiedenen Punkte im Körper ein wenig aktiv zu bekommen, dass das Ganze, dieses Klopfen, dass das Ganze wieder in Harmonie kommt. Wenn du dich ein wenig verspannt hast, vielleicht bei dieser Serie, hilft dir das wieder, sich zu zentrieren. Okay, wir beginnen in der Leiste, Zeigefinger, Mittelfinger und ihr klopft. Ihr klopft hin und her, nicht mit beiden gleichzeitig. Ja, wie schnell ist es nicht wichtig. Je fortgeschrittener oder wie einfacher du das für dich ist, kannst du versuchen, jetzt mal jedem Dritten ein wenig mehr, beziehungsweise jedem Ersten, aber immer die ersten drei. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Ja, jeder Erste von drei kriegt eine Betonung. Man kann nachher auch den jeden Zweiten und jeden Dritten betonen, hat immer eine etwas andere Wirkung. Das erdet dich jetzt ein bisschen mehr. Okay, der nächste Punkt ist auf dem Schambein. Ihr sucht das Schambein, gleiche Finger. Ihr versucht im Grunde genommen einen Punkt zu treffen, rechts, links, rechts, links. Ja, also nicht doppelte Breite, sondern einen Punkt. Das gleiche wieder, ersten Beton. Nachher zählt man die auch. Okay, der nächste ist Bauchnabel, Schambein, die Mitte davon, auf dem Unterbauch. Gleichen Finger, ein Punkt. Wieder ausprobieren hin und her. Wieder ausprobieren mit Betonung oder ohne Betonung. Zieht den Bauch sanft ein, so dass ihr merkt, dass die Muskulatur so etwas dagegen hält. Auf dem Oberbauch, nicht den Solarplexus, sondern wirklich hier in der Mitte zwischen Brustbein und Bauchnabel, die Mitte. Den Bauch sanft einziehen, mit Betonung oder ohne. Ihr könnt auch atmen jetzt noch, atmet mal tief ein, tief aus. Brustbeinende in der Mitte. Gleichen Finger, eigentlich sogar dieselben Finger, sind ja eure. Wieder mit einer Betonung. Ihr hört jedes Mal,
Wahrscheinlich hört ihr es, hat es einen anderen Klang. Atmen. Mittelfinger. Ihr habt, ich muss das Mikrofon ein wenig umstecken, damit ich da dran komme. Ihr habt die Enden von den Schlüsselbeinen, das sind so kleine, diese Knochen hier, die gucken so ein kleines bisschen raus, sie sind spitz und der Mittelfinger passt genau rein und es muss Tock machen. Und wie ihr seht, habe ich die Arme am Körper liegen und mache das Ganze nachher nur aus den Handgelenken. Am Anfang ist das vielleicht so, aber es ist eigentlich nur aus den Handgelenken und ich betone wieder jeden ersten. Selben Finger, in der Mitte zwischen Unterlippe und Kinn, hier in dieser Grube, der Punkt ist nur so ein 2 Cent groß. Dementsprechend versucht ihr im Grunde genommen mit beiden Fingern auf einer Stelle zu trommeln. Atmen mal tief ein, tief aus. Genau in der Rille zwischen Nasenspitze und Oberlippe wieder dieselben Finger. Okay, jetzt kommt der Ringfinger wieder dazu. Der Ringfinger unter den Nasenflügel, der Mittelfinger genau daneben, neben den Nasenflügeln. Da, wo ihr spürt vielleicht die Zähne oben und ihr klopft hin und her, rechts, links. Okay, Ringfinger genau in den Augenhöhlen, also nicht in den Höhlen, sondern genau da, wo der Knochen, die ihr merkt, so diese Ecke ist, ist der Ringfinger, der Mittelfinger daneben, sanft. Wieder einen anderen Ton. Vielleicht schließt ihr dabei die Augen. Achtet mal darauf nachher, es kann sein, dass man das Gefühl hat, dass so eine Weite entsteht. Okay, dieselben Finger, genau zwischen den Augenbrauen. Der Punkt ist so 2 Euro, 2 Finger, also 4 Finger, ne, die beiden Finger. Der Punkt zwischen den Augenbrauen. Dann wandert ihr nach oben. Haaransatz. 3 Finger, die mittleren Finger. Dahinter ist der Punkt. Also 3 Finger, ne? Haaransatz, 3 Finger. Dann daneben die beiden. Das ist übrigens auch der Punkt für den Kopfstand. Leute mit mehr Haare wird das anders klingen. Lasst die Arme mal weit werden. Achtet darauf, dass ihr diesen Raum nach oben, dass die Hände
einfach mal hängen. Wir gehen jetzt in einen Scan. Ich leite euch dadurch. Solltet ihr merken, dass euer Kreislauf ein wenig absackt, könnt ihr die Beine, die Knie mal und das Becken so ein bisschen kippen, die Oberschenkel mal anspannen. Wenn das nicht geht, setzt euch einfach, setzt euch einfach und versucht weiter mitzugehen. Aber lasst uns es einfach im Stehen mal probieren. Du gehst dann ganz sanft auf die Außenfüße, nur einen Hauch auf die Außenfüße und spürst mal die großen Zehen gleichzeitig am Boden. Aber die Knie sind aufeinander, also sie sind nicht angeknickt und sie sind aber auch nicht durchgestreckt, sondern locker aufeinander. Das Becken kann hängen, nicht so in den Hohlkreuz, sondern zieht es mal so ein ganz klein bisschen aus dem Hohlkreuz, sondern lass es los. Die Handflächen mal so nach vorne, sodass die Schultern sich öffnen und dann wieder locker lassen. Die Arme hängen, die Ellenbogen hängen. Den Kopf so einen Hauch nach hinten, den Nacken nach hinten, das Kinn. Ihr könnt auch, es kann sein, dass euer Kinn nach oben will. Lasst das ruhig zu, aber nicht den Nacken so nach vorne oder nach hinten kippen. So und das Brustbein fallen lassen. Dann, wenn du soweit bist, schließ einfach mal die Augen. Atme mal tief ein, tief aus. Und dann geh mal dorthin, wo dein Körper den Boden berührt. Diese Berührung zwischen Körper und Boden. Einfach mal den Ist-Zustand wahrnehmen. Es geht nicht darum, irgendwas ein Besonderes zum machen, den Körper so zu stellen oder so, sondern nimm das mal hin und versuch mal diesen Ist-Zustand und vielleicht auch die Gedanken wahrzunehmen, die dann da sind. Und du spürst bzw. nimmst mal deine Füße wahr, das was ist. Vielleicht sind sie warm, vielleicht sind sie kalt, vielleicht sind die Fußsohlen bewusst, vielleicht sind die Zehen bewusst, die Fersen, was auch immer. Deine Fußgelenke, das Bewusstsein von den Fußgelenken, was damit auch immer sein mag, und den Unterschenkeln. Einfach mal wahrnehmen, dass es da Unterschenkel gibt, aber du brauchst es nicht zu bewegen, das Körperteil, was du wahrnehmen willst. Wenn du wahrnimmst, dass du es nicht wahrnehmen kannst, registriere einfach, dass du irgendwas nicht wahrnimmst oder dass dein Geist springt oder was auch immer. Und dann geh einfach wieder zurück zu dem, wo wir gerade sind. Die Knie, das was ist. Die Oberschenkel. Das Bewusstsein von den Oberschenkeln und den Hüften. Und den Kontakt zum Boden. Dorthin, wo du den Boden berührst, wo du das Gefühl hast, du berührst den Boden. Vielleicht stehst du ja auch ein bisschen im Boden. Und dann geh mal zu den Händen, den Fingern. Handflächen, Handrücken und diesem Kontakt zum Raum um die Hände herum. Nimm mal wahr, die Hände berühren den Raum. Die berühren jetzt gar nicht den Körper großartig, sondern da gibt es Raum um die Hände herum. Und die Handgelenke, den Ist-Zustand und die Unterarme. Und die Ellenbogen. Und wie gesagt, wenn du irgendwas nicht wahrnehmen kannst, wenn du merkst, dass dein Geist abschweift, schau dir das an, wo er ist und geh wieder zurück. Die Oberarme. Und die Schultern.
den Kontakt zum Raum, um die Hände, um die Arme herum. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal ins Becken, an den untersten Punkt vom Becken, in dein Becken hinein, die energetische Mitte vom Beckenboden. Geh mal dorthin, wo für dich die Mitte vom Beckenboden ist, wo das auch immer für dich sein mag. Und die Mitte vom Beckenraum, die energetische Mitte vom Beckenraum, dorthin. Und die energetische Mitte vom Bauchraum, und die Mitte vom Solarplexus. Dieser Übergang Bauchraum, Brustraum, diesen Engpass, das Zwerchfell, wo die beiden Oberkörperhälften geteilt sind, und die energetische Mitte vom Brustraum. Immer, wo das auch für dich sein mag. Und die Mitte von der Kehle. Kehle, die den Übergang zwischen Brustkorb und Hals, diesen Plexus, diesen Engpass markiert, und dann die Mitte, die energetische Mitte vom Hals, die Mitte vom Kopf, immer egal, wo das für dich ist. Und die Mitte vom Scheitel, die energetische Mitte vom Scheitel. Und dann mal den Körper als Ganzes, den ganzen Körper auf einmal, das Bewusstsein vom Körper als Ganzes, den ganzen Körper. Und dann geh mit dem Bewusstsein mal zum Nacken, an den untersten Punkt vom Nacken, den untersten Halswirbel, der eigentlich so ein bisschen raussteht. Und von dort aus geh mal in den Kontakt zum Raum vor dir. Von dort das Bewusstsein für den Raum vor dir. Und den Raum auf einer Seite neben dir. Und den Raum hinter dir. Und auf der anderen Seite. Und dann mal den Raum unter dir. Und den Raum über dir. Diesen Raum um dich herum als Ganzes. Wir haben in alle vier Richtungen gearbeitet. Das Bewusstsein vom Raum um dich herum. Den ganzen Raum um dich herum. Und dem Körper als Ganzes. Den ganzen Körper, das Bewusstsein für diesen ganzen Körper, und dann mal den Raum in dir als Ganzes. Den ganzen Raum in dir. Und dann mal den Atem. Geh mal mit dem Bewusstsein zum Atem, der Körper atmet, und du machst dir das jetzt bewusst. Dieses Ein- und Ausfließen des Atems. Atembewusstheit, und mach dir mal bewusst, der Körper bewegt sich durch den Atem. Was bewegt der Atem? Dieses Bewusstsein für diesen Atemvorgang und die Bewegung im Körper ausgelöst durch den Atem. Und dann geh mal in die Nase und beobachte den Atem dort. Beobachte mal, wie der Atem kommt und geht, aber nur in diesem kleinen Raum in der Nase. Und dann geh mal in die Mitte vom Kopf, hinter die Stirn. Vielleicht Dunkelheit samt einer Schwärze.
Du gehst mit dem Bewusstsein hinter die Stirn. Und nimm mal wahr, das Bewusstsein hinter der Stirn. Und jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr, was das auch immer für dich sein mag. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Dich als Ganzes. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Und mit dem Bewusstsein öffnest du nur sanft deine Augen. Du willst eigentlich gar nichts Besonderes sehen. Nimm dich mal weiter wahr. Nimm dich mal als Ganzes wahr. Und jetzt beginn willentlich zu atmen. Atme mal tief ein, tief aus oder andersrum. Beweg mal nur die Finger. Die Zehen, die Füße, die Beine, streck dich, beweg dich ganz, sodass du ganz im Körper wieder ankommst. Und dann bring einmal die Füße zusammen, die Beine zusammen, die Hände zusammen, die Arme an den Körper. Die bleiben ganz locker liegen, die Beine sind ganz locker zusammen. Kann sein, dass die Beine nicht ganz zusammenkommen, ist aber nicht so schlimm, sondern dieses, nimm mal wahr, dass sich alles berührt, dass du so in dein Zentrum kommst und spür mal die Handflächen aneinander, vielleicht die Temperatur. Leg die Hände übereinander auf die Herzgegend und spür mal vom Brustkorb aus, dass da Hände aufliegen. Vielleicht spürst du auch jetzt eine veränderte Temperatur. Und dann lass die Hände sinken, die Füße. Und dann habt noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Viel Spaß.